Hi Leute, diesmal ein etwas anderes Video und diesmal spiele ich auf dem iPad, nicht auf dem Computer. Diesmal habe ich nämlich eine App auf mein iPad installiert, der ist Mariam. Die kann man noch auf meinem Tablet spielen, aber irgendwie auf Samsung nicht mehr. Und ja, das Play, das Spiel mal ein bisschen, wenn es euch unterhält, lasst auf jeden Fall mal ein Like da und ein Abo und einen Daumen nach oben. Und sorry, dass ihr mich nicht seht, aber ja, ihr seht mich ja fast nie und ja, los geht's. Aber kann sein, dass die Tonqualität ein bisschen schlecht ist. Aber ich glaube, starten wir einfach das Spiel jetzt. Mein Name ist Marian. Ich lasse das Spiel. Das Spiel hängt davon ab, die Rätsel zu lösen. Ach ja, wir müssen noch laut machen. Okay. So, jetzt. Nur für Spieler ab 12 Jahren. Bin 13. Wie heißt du? So, wir werden Fake-Name eingeben. Max. So, willkommen Max. Ich bin an diesem Ort verloren. Würdest du mir gerne helfen? Ja. Max, du bist eine wundervolle Person. Mein Haus, es war hier. Aber als die Dunkelheit kam, konnte ich nichts mehr sehen. Was denkst du? Linke Seite oder rechte Seite? Wir nehmen die rechte Seite. Lass es gehen. Ich würde gern mit dir reden, während wir unterwegs sind. Nenn mir deinen Namen von jemandem, den du hast. Du bist tot. Spielt keine Rolle. Lass uns die Straße fertigstellen. Wir sind angekommen. Warte ein paar Sekunden. Ich werde zurück. Punkt, Punkt, Punkt. Ist Max dein richtiger Name oder würdest du mein richtiger Name? Ich habe meiner Mutter und meinem Vater von dir erzählt, okay? Willst du jetzt sie jetzt sehen? Max ist natürlich nicht mein echter Name, sondern Handy BCK, aber okay. Ich verrate nicht meinen echten Namen. Willst du sie jetzt sehen? Ja. Lass zusammen gehen, okay? Betritt diesen Raum und du kannst sie sehen. Ich bin kein gruseliges Mädchen, wie sie behaupten. Ich weiß das. Warum sehe ich Angst in deinen Augen? Ich weiß nicht. Ich bin nur zu allen freundlich. Ich weiß alles. Ich höre es im Radio. Was hast du gehört? Alle Länder leben in Kampf um Geld. Menschenleben sind wichtig. Warum hast du das Zimmer nicht betreten? Du bist in diesem Raum eingesperrt. Du täuscht die Menschen. Du wirst nie ausgehen, bis ich zurückgehe. Okay. Der Schlüssel ist bei dir. Schüttel das Handy. Schwarze Schlüssel. Ich hab's geschafft. Versteck dich schnell, bevor sie zurückkehrt. In der Garage. Sie kommt zurück. Alter, wird's creepy jetzt. Ich krieg schon Angst, Alter. Okay, ich lese es hier alle vor. Weil ich kann das ja nicht lesen. Mach keinen Lärm. Okay, ganz leise. Maria, Max, ich bin zurück. Geht's hier weiter? Mariam, Täuschung, wo bist du? Steht da jetzt. Habt ihr gerade diesen Schrei gehört? Mariam, ich weiß, dass du in diesem Haus bist. In welchem Haus? In welchem Haus? Sag mir doch, in welchem, Mariämchen. Was willst du hören? Laute Stimme, Lied. Sei still. Wir machen einen lauten Stuhl. Klicke auf den Link. Niemals werde ich auf den Link klicken. Ich werde diese App jetzt löschen, Alter. So, ich werde dazu jetzt was sagen. Okay, meine Meinung werde ich zu dieser App sagen. Jetzt geht's los. Also diese App ist schon leicht verstörend. Ich bin relativ weit gekommen, habe sie aber gelöscht, weil ich da so einen Link gefunden habe. Wenn ihr noch mehr von Mariam sehen wollt und wie ich das zocke, vielleicht schaffen wir es ja durchzuzocken. Nein, gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben da und ein Like. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich jetzt nicht sterbe, in 10, 9. Mariam hat mich getötet. Spaß. Abonniert diesen Channel, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und aktiviert immer schön die Glocke. Wer weiß, kein Scheiß. Erschreckt mich, Teil 6 ist da.